Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Schicksalstag am 11. März 2018. Diese Schicksalstage sind kein Zufall, sondern ich berechne das astrologisch. Und es gibt diese Schicksalstage. Und was bedeutet das? Das möchte ich erstmal erklären. Wir Menschen haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben, die geben das auch nicht auf. Sie setzen das als Ziel und sie konzentrieren in die Richtung und sie erreichen auch ihre Ziele. Es sind außergewöhnlich erfolgreiche Menschen im Leben. Und diese Träume, Wünsche haben wir aber alle. Wir haben alle unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche. Und es gibt bestimmten Tagen und das löst den Mondeinfluss aus. Und das kann ich astrologisch auch beschreiben. Also es gibt bestimmten Tagen, wo wir das spüren. Spüren diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dieser Traum, diese Vision. Manchmal ist das ganz nah und wir haben das Gefühl, wir sind kurz vor Erfolg, das ist erreichbar, es ist realisierbar und wir sind nah dran. Es gibt Tage, wo uns das so erscheint, oh, das ist so weit weg, das ist hoffnungslos, das ist unerreichbar. Und es gibt Tage, wo entscheidend sind, weil wir fangen an zum Zweifeln. Oder wir haben ein Gespräch und das verunsichert uns und dann kommt die Zweifel, dass wir neigen dann aufgeben, weil das werft uns zurück. Oder wir überwinden diese Zweifel und wir bewegen uns an diesem Ziel, in dieser Zielerreichung. Und ich nenne diesen Tagen als Schicksalstage, weil selbstverständlich beeinflusst das unserem Schicksal. Weil so kommt etwas in Form. Und die heutigen Tag, dieser 11. März, dieser 11. März auch ein solcher Schicksalstag. Die Wunsch, die Sehnsucht, die Traum, die Vision ist da. Es ist spürbar. Aber heute erleben wir das als unerreichbar. Heute erscheint uns das unerreichbar, hoffnungslos. Es ist so weit weg. Und in diesen Momenten ist es auch wichtig, auf unseren Gefühlen achten, unseren Gedanken achten und umdenken und sagen, doch, das erreiche ich. In solchen Tagen brauchen wir Stärke, brauchen wir Kraft, wir brauchen die Überzeugungskraft. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Das ist ein Symbol für Herzchakra. Natürlich ist die Herz dazu zuständig, weil im Herz ist es geschrieben, unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Das ist immer eine Herzensangelegenheit, weil das, was wir lieben, was uns begeistert, dann sind wir Feuer und Flamme, weil uns das wichtig ist, erscheint in unserer Welt. Natürlich kommen dann die Gefühle dazu, die Träumereien oder diese Sehnsüchte. Das ist dann ein Gefühl. Und damit das zur Erfüllung geht, wir sollen diese Träume auch ernst nehmen. Und jetzt schauen wir diese Herzchakra an. In die Mitte sind die Wünsche. Jeder Mensch hat was anderes. Die eine möchte Reichtum, geschäftlich erfolgreich zu sein. Andere möchte ihren Kunst präsentieren und wünscht die Erfolg. Andere möchten eine Prüfung bestehen. Und dann gibt es wieder ganz, ganz viele, was äußerst wichtig ist, in einer Liebepartnerschaft zu leben und hat Sehnsucht nach jemand. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame. Diese Schatztruhe symbolisiert den finanziellen Erfolg. Die Herz, natürlich die Liebe.
Das kann auch die Liebe sein zu Familie, zu Eltern, zu Kindern, also die Menschen, was uns umgibt. Dann, dieses Schmuckstück ist ein Symbol zur Kreativität. Wenn wir erfolgreich haben möchten mit Selbstständigkeit, mit Kunst, mit unserer kreativen Arbeit. Und diese Schriftrolle, alles was schriftlich ist, eine Prüfung zu bestehen oder Erfolg haben im Gericht oder Finanzamt, etwas in Ordnung bringen, in Buchhaltung. Manche schreiben ein Buch und möchten sie das veröffentlichen und das ist der Wunsch. Also es ist wichtig, auf diesem Wünsche, Sehnsüchte erstmal Bewusstsein zum Wissen, um was geht. Und dann kommt natürlich die Entscheidung, dann kommt die Überzeugungskraft und dann kommt das Gefühl dazu, diese Begeisterung und dieses Vertrauen. Und da sind wir näher zum Wunscherfüllung. Und jetzt schauen wir die Legung an. Das sind auch astrologische Symbole und ich beginne mit Mondsymbol und das ist hier oben. Und hier handelt es sich um unsere Gefühle. Bei Wunscherfüllung ist die wichtigste das Gefühl. Zweifel, Angst, Schuldgefühl, das hindert dabei, unsere Ziele zu erreichen. Und hier ist die Karte, was wir so verspüren, gerade in diesem Tag, wo dieser Wunsch für uns hoffnungslos erscheint. Wir möchten gerne etwas in Bewegung setzen, auf diese Reise gehen, dass mal etwas im Fluss kommt, aber dann stoßen wir in unseren Grenzen, weil wir das aufgeben, weil wir daran nicht mehr glauben, weil das so hoffnungslos erscheint. Was würde ein Wunsch antworten? Die Antwort wäre, glaube an deinen Wunsch, auf deinen Träumen. Das ist die Träume und Visionen. Visualisiere das. Visualisiere den idealen Zustand. Und die Zahl 6, was hier erscheint, hat etwas mit Loslassen. Lass die Ängste los. Glaub daran. Mal das aus in deinen Gedanken, wie ein Bilderbuch. Dann hast du mal wirklich eine Vorstellung davon. Jetzt schauen wir die Handlungen an. Das ist die Mars-Energie. Mars setzt alles in Bewegung. Was könnt ihr dafür tun, dass das zur Erfüllung geht? Das ist diese Karte hier. Hier erscheint die Luftelement, also die Leichtigkeit braucht man dazu. Auch vielleicht eine Verabredung, das ist auch die Trost. Also daran glauben, weil oft diese Träumereien tröstet uns auch, besonders wenn wir an etwas zweifeln. Da haben wir wenigstens eine Perspektive, wovon wir träumen können. Wenn wir nicht mal träumen dürfen, dann ist das Leben so sinnlos. Also malt ihr das aus, habt ihr eine Verbindung zu euren Vision, euren Traum und glaubt an diesem Entgegenkommen und auch an diesem Trost und dann kommt auch die Leichtigkeit. Die Ergebnis ist hier diese Heiligkeit, dann wird für euch diese Liebe oder diese Vision oder dieser Traum wirklich heilig, also das heißt wichtig. Dann pflegt ihr auch dieses Heiligtum. Jetzt schauen wir die Kontakte, die Kommunikation. Sollt ihr darüber sprechen, das ansprechen? Wie sollt ihr das formulieren? Und das ist diese Karte hier. Natürlich, jede Vision entsteht erstmal im Gedanken. Und dann fühlen wir das. Entweder glauben wir daran und begeistert es uns. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Angst, Zweifel, das werft eher zurück. Also da kommt das Gefühl dazu. Und dadurch entsteht die schöpferische Kraft. Und wenn wir das noch aussprechen durch ein Gebet oder wir sprechen mit jemand darüber, was wir erreichen möchten, das verstärkt die Wirkung. Weil in dem Moment, wo ihr das in Worten fasst, setzt etwas in Bewegung energetisch. Und das stärkt schon die Wunscherfüllung. Die einzige, was hindern kann, das Festhalten. Festhalten an alten Gewohnheiten, festhalten an Ängste. Also vieles muss auch loslassen, frei zu sein,
damit das etwas in Bewegung kommt. Wohin führt das? Das ist die Verbindung. Das Wunsch geht zum Erfüllung. Ist das eine Glückssache? Natürlich gibt es auch glückliche Umstände und Glück im Leben, Einflüsse von außen. Aber vieles liegt an uns selbst, weil wir sind die Meister, unser Leben zu meistern, dass wir glücklich und zufrieden sein. Und so sollen wir auch sein in unserem Leben. Woran liegt das Glück? Zeigt diese Karte an. Ein Neuanfang, eine Entscheidung. Entscheidet euch für diesen Wunsch, weil euren Herzen ist das alles beschrieben. Also eine Entscheidung zu treffen, ja, das ist mein Ziel, ich setze das in Bewegung, ich starte jetzt. In dem Moment bewegt sich schon etwas. Was kommt zurück? Die Kraft. Ihr seid davon überzeugt, Überzeugungskraft, das setzt ihr ein und gibt auch etwas, kommt etwas zurück, was euch stärkt, bewegt sich etwas. Wenn das um die Liebe geht, bei vielen geht es auch um die Liebe, dazu ist Venus zuständig. Habt ihr Chancen, in Liebe mit eurem Herzensmann oder Herzensdame zusammenzukommen? Das ist die Haltung. Solange bis ihr oder er noch etwas festhält, entweder noch in einer Beziehung oder die Angst festhält, dann wird das eine Herausforderung sein. Aber diese zweite Karte bedeutet auch, hört auf zum Kämpfen. In die Liebe sollte man nicht kämpfen, sondern offen zu sein. Offen zu sein, das anzunehmen und diese Gefühle auch geben, in Harmonie zu bringen. Venus kämpft nicht, Venus harmonisiert etwas. So kommt es in Harmonie. Bei Liebesthemen ist wichtig das Loslassen und wichtig ist Aufhören zum Kämpfen. Wie kommt das in Struktur? Welche Lernaufgaben haben wir? Da belernt uns Saturn und hier oben ist die Saturn-Symbol. Das ist zwar verdeckt jetzt, aber glaub mir. Also wichtig ist, diesen Zustand zu verlassen. Das ist die Lernaufgabe gerade. Wenn ihr das Gefühl habt, dieser Wunsch kommt nie zur Erfüllung, es ist so hoffnungslos und jetzt bricht alles zusammen. Habt ihr diese Stimmung? Habt ihr ja oder nein? Wenn ja, ist die Lernaufgabe, diese Stimmung verlassen. Wie ein Ritter, daraus aus dieser Lethargie und etwas in Bewegung setzen. Das ist auch die Feuerelement, die Begeisterung und auch die Kraft und die Mut. Das ist die Feuer, das ist beweglich. Dann sind wir näher zu unserem Herzenswunsch, weil das ist auch die Begeisterung. Lasst euch von etwas begeistern. Auch wenn das Kleinigkeiten sind, macht unserem Leben auch wertvoll. Dann haben wir wenigstens Ziele. Und wenn das wir erreicht haben, dann setzen wir das nächste Ziel. Und so kommt auch die Wachstum. So kommt alles in Form und Ende unserem Leben können wir dann sagen, es hat sich gelohnt zum Leben. Weil ihr spürt die schöpferische Energie, ihr seid die Schöpfer an eurem Schicksal. Und das war diese Legung für diesen Schicksalstag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.